Shalom und herzlich willkommen zurück zu... Ja, red ich? Chaos auf Deponia! Oh yeah. Ja. In der letzten Folge sind wir wieder mal ein bisschen sinnlos rumgeirrt. Einfach nur, um herauszufinden, wie wir an die Lottozahlen kommen. Und ja, wir versuchen unser Glück. Oh yeah. Und um unser Glück zu finden, müssen wir nach Porta Fisco. Hier sind wir. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Das war bestimmt ganz witzig. Okay. Yo, Digga. Yo. Du lernst dazu, aber einmal Yo reicht. Du gehörst ja zu keiner Gang oder so. Eben. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Und das spreche ich aus Erfahrung. Okay. Also wir wissen zumindest, die Lottozahlen bekommen wir vom Seher. Aber wenn wir zum Seher reingehen, dann haben wir ja keine Möglichkeiten. Zurück zu Kai. Zum Kai. Whatever. Ach, warte mal, der macht doch jetzt Partnerberatungen. Goal? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ist das so eine Art schmutzige Metapher? Nein, wörtlich gemeint. Schade. Ja, das ist wirklich sehr schade. Okay. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Logen, Digga. Naja, wenn Krawallgoal nicht möchte, dann fragen wir einfach mal... Babababaygoal. Oh yeah. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh ja, es ist so wunderschön in Porta Fisco. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ui, wie süß. Denkst du dasselbe, was ich denke? Ich glaube schon. Aber wo bekommen wir die rosa Schleifen her? So weit bin ich noch nicht. Was? Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Und natürlich rennt sie vor. Yay! Okay, man sieht hier absolut noch gar nichts. Auch schön. Dann folgen wir ihr mal. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Dann wollen wir mal gucken. Lottozahlen. Na, das fragen wir mal am Schluss. Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Oh ja, wie toll.
Werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Ihr wären bestimmt der Renner. Ein Hoch auf bestickte Kissen. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Okay. Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Okay, dann last but not least. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Jetzt kommt's drauf an. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Nein. Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Oh. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Schade. Hier fehlt übrigens ein T, liebe Entwickler. Hältst die Kugel falsch rum. Okay, Ramanazi-Mode Ender. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Oh, okay. Wir haben Goal und wir haben den Seher. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen. Nämlich, welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Yep. Sie scheint diesen Mist wirklich zu glauben. Psst, ich will wissen, wie es weitergeht. Das Goal wollen wir alle. Ich glaub's dir ja. Lass uns weitermachen. Gern. Vielleicht müssen wir ihn irgendwie mit der Frage nerven oder so. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Es wäre ja auch sonst so einfach. Aber warte mal, wenn wir das hier machen, dann haben wir die Möglichkeit, was aus... Ich habe da gerade eine Idee. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier,
Du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Okay, wir haben die Bananen, den Sender und die Fernbedienung. Mal gucken, was Krawallgold zu allen Gänzen sagt. Und so. Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Sehr, sehr, denke ich. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Okay. Das würde mich mal interessieren, was jetzt Goal dazu sagt. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Einen Augenblick noch. Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch große Schmerzen? Das müsstest du eigentlich. Sie kommen geradewegs auf dich zu. So warte doch. Das war nur ein Krampf. Ich werde wohl langsam zu alt für dieses Yoga. Euch wird es natürlich super gehen. Vorausgesetzt, ihr achtet auf euren Blutdruck. Auf was sonst? Irgendwie bin ich schon viel ruhiger. Okay. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Ich weiß auch nicht. Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Das passiert sonst nie. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Okay. Sie hat das gleiche gesagt wie davor. Zwei Fragen später ist sie über die Gurgel gegangen. Vielleicht... Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Nur einen Augenblick. Und zwar die Frage aller Fragen. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. So warte doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Okay. Oh. Okay, gut. Gehen wir mal. Lottozahlen in den Sternen finden. Gut. Der einzige Ort, der mir gerade zumindest einfällt, wo wir Sterne sehen, ist der Nordpol. Norbert vom Nordpol. Was? Ja.
Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? Ah! Ah, vielleicht meinte er das. Hätte ich mir das jetzt irgendwie aufschreiben sollen oder so? Der Guru hatte doch recht. Hier, 8, 15, 16. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Nochmal. Der Guru hatte doch recht. 4, 8, 16, 13, 23, 42. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Ich meine, das war so schnell. Ach, naja. Wenn, dann reisen wir halt sinnlos hin und her. Schwimmender Schwarzmarkt! Und das mit dem sinnlos hin und her reisen, das kennt er doch von mir. Das machen wir doch gerne in Deponia. Schauen wir mal, ob es gleich was Der bringt. Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedo-Ausrüstung. Oh yeah. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Bingo! Yay! War mal gut, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, weil es hätte jetzt irgendwie nichts gebracht. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Oh, praktisch. Danke. Geht doch. Okay, ab zum Dock. Wir haben im Lotto gewonnen, Goal. Gucke mal. Dafür brauche ich kein Glück. Ich kann mich vollständig auf meine männliche Ausstrahlung verlassen. Okay. Gut, wir haben jetzt den Lottoschein. Dann können wir jetzt zur Isla Obacht fahren und hier unser Glück versuchen. Aber das machen wir nicht mit Krawall-Goal. Upsala. Dafür brauchen wir Baby-Goal. Mal wieder. Baby-Goal! Yay! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. So, noch einmal. Kannst du dich nochmal in das Planschbecken stellen? Na klar. Und jetzt? Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön! Du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Genau. So, wir haben den Schirm, wir haben die Weiden, wir haben das Wasser und last but not Hier, least... Hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Yay. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Oh ja. So, Goal, ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld für alles, was jetzt kommt und so. Das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Passt du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry. Ich muss kurz geblinzelt haben. Och. Okay, wir haben den Funkemaster. Man kann damit also jetzt das Tauchboot aufspüren. Schön. Planschbecken können wir leider nicht nochmal mitnehmen. Schade eigentlich. Hier können wir auch nichts machen. Okay. Dann ab nach Porta Fisco. Wir müssen schließlich... Nase zu. Oh, war das gut. Hallo meine Süßen. Ich hab ein schönes Geschenk für euch. Alle drossierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern, Flossen hoch! Hier, hier, hier. Schön. Auf geht's. Deutsch. Okay. Gut, ich denke, wir haben jetzt soweit alles hinter uns gelassen, alles geschafft. Ihr kennt mich, ich bin absolut kein Freund davon, auf diese Hinweise zu klicken, aber
Da ich jetzt davon ausgehe, dass wir alles bereits, oder alles, was da kommen könnte, gemacht haben, riskieren wir mal einen Blick. Oh, seht nur, ein dreiköpfiger Affe. So zum Gletscher, haben wir. Tapierausrüstung besorgen, haben wir. Leute gewinnen, das war ja klar. Lottozahn vorbei, haben wir gemacht. Aussage erschleichen, Goal überreden, Partnerberatung. Jeppa. Und ja, wir haben jetzt soweit alles vorbereitet. Dann können wir ja jetzt endlich die die Tauchbootjagd vorbereiten. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Vor allem, da das Ganze erst in der nächsten Folge machen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis morgen, Grinja. Und tschüss. Tschung, bis morgen. Bis Donnerstag.